Eigentlich ein ganz gutes Einkommen, würde ich sagen. Gut, wir haben 253.000 brauchen wir und jetzt haben wir es voll. Und kaufen uns doch gleich mal alle Dieter. Unser Neff wird gleich sinken. Und wir haben alle. Unser Neff steigt immer noch, der absolute Wahnsinn. So bleibt es jetzt fast gleich, wenn ich Autoklicke auf Geld mache, okay. Ja, jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als auf eine Facility zu sparen. Oder wir kaufen uns noch ein Haus und tun Meth erhöhen. Dann können wir nämlich irgendwann ein Upgrade kaufen. Ja, machen wir das doch. Kaufen wir uns ein Haus, packen wir nochmal 10 Studenten, Schüler rein. Wieso sage ich immer Studenten? So ein deutscher Fehler ist das. Gut, eins kaufen wir uns noch, nur weil wir es können, weil wir so schnell so viel Geld verdienen. So, und zack, nochmal ein Haus und nochmal 10 Leute rein. Perfekt. Und ja, zum einen, weil wir upgraden müssen, dass wir mehr Dealer bekommen können, brauchen wir natürlich viel Meth. Und so schneller wir das haben, umso besser. Sollen wir uns noch eins kaufen? Ja, ich denke schon. So, dann sparen wir aber noch auf ein bisschen mehr Geld und jetzt reicht's. Ein Haus und 10 Leute rein. 20.000 brauchen wir, oder? Ja, die Chance, dass es klappt, ist aber nur 50%. Das heißt, es ist nicht super. Okay, ja, 50%. Das dürfte klappen. Kaufen wir uns mal noch ein Haus. Wenn wir uns dann jetzt gleich noch mehr Dealer kaufen können, müssen wir auf jeden Fall mit der Produktion gewappnet sein. Ihr seht, wir können uns hier jede Sekunde einkaufen, weil wir so viel einnehmen. Na komm, bitte klappt doch gleich beim ersten Mal und. Fail. Ach Mann. Okay, jetzt müssen wir wieder produzieren. 20.000 wird ein bisschen dauern. 400 Gramm die Sekunde, 408 Gramm die Sekunde machen wir. Kaufen wir uns noch ein Haus. So. Jetzt nochmal 50.000, dass wir da auch wieder Leute engagieren können. Dann haben wir 10 Häuser mit insgesamt 100 Arbeitern schon da. Und 7 Wohnwagen mit. Oh, da fehlen noch ein paar. Mit 35 Crackhead-Cooks. So. Und unser Map steigt wieder sehr schnell. Sollen wir uns noch ein Haus kaufen? Ja, oder? Es bringt schon was, wenn anfangen. Okay, dann machen wir noch ein bisschen. Und jetzt können wir uns schon wieder alle kaufen. Alle leisten natürlich. Zack, 110 Leute. Alles klar, jetzt warten wir einfach, bis wir 20.000 mehr haben. Währenddessen tun wir schon mal ein bisschen Gold für eine Fabrik sparen. Und ich trinke nochmal schnell was. So, da haben wir auch gleich wieder die 20.000 Meth und versuchen uns nochmal unser Glück hier am Upgrade. Na komm schon. Und Upgrade failed. Schon wieder scheiße. Ich habe gerade mal durchgerechnet. Wir verdienen ja 5.600 die Sekunde. Das heißt, wir müssten knapp 100, 200 Sekunden müssten wir sparen. Dann können wir uns eine Facility leisten. 200 Sekunden knapp über 3 Minuten. Mit dem Autoklicker vielleicht 2 Minuten. Ihr seht, das geht auch schnell. Wir haben jetzt gleich 400.000. Könnten uns jetzt nochmal 4 Häuser leisten, aber das machen wir natürlich nicht, sondern wir sparen jetzt direkt auf eine Fabrik. Und gleich haben wir schon wieder die Hälfte an Meth, die wir benötigen. Und spielen jetzt seit knapp 24 Minuten. So, wenn man immer dran ist und immer neue Sachen kauft, dann geht es auf jeden Fall schneller, als wenn man AFK ist. Natürlich, die Zeit, die man dann davor verbringen muss, ist weniger. Aber so, wenn wir uns immer wieder ein paar Häuser kaufen, lohnt sich das schon mehr, dann bekommen wir ja wieder viel schnell mehr und das ist ziemlich cool. So, gleich können wir uns schon wieder das nächste Upgrade, also nochmal versuchen, das Upgrade zu bekommen. Wäre sehr gut, wenn wir uns dann so viele Dealer leisten könnten und dann noch gleichzeitig eine Facility hätten. Dann könnten wir noch viel mehr Meth produzieren und dann uns auch sofort sehr viele Dealer kaufen. Das wäre ziemlich vorteilhaft. Na, jetzt komm schon, bitte klapp. Wieder nicht. Alter. Okay, dann machen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Geld. Ich denke, bis wir die 1 Million voll haben, dürften wir fast wieder auf 200.000 kommen. Auf 20.000 Gramm. Und dann wird es klappen, da bin ich optimistisch. Das wäre dann schon das vierte Mal, dass wir versuchen, also ziemlich heftig. Na, jetzt komm schon.
7000 haben wir schon wieder. 8000. Da unten sehen wir übrigens noch den Purity Grade. Das ist der Reinheitsgrad unseres Meths. So höher er ist, umso teurer, glaube ich, können die den nochmal verkaufen. Oder umso schneller, ich weiß es nicht. Alles klar. Und wir haben die Millionen. Wir kaufen uns direkt eine Fabrik. Und einer kostet 50.000 und 30 passen rein. Das heißt, wir brauchen 1, nee. Na klar. Boah, das ist aber teuer. Da brauchen wir jetzt nochmal 1,5 Millionen, um das voll zu füllen, oder? Ja. Puh. Okay, das ist verdammt teuer, das muss man sagen. Zumindest müssen wir uns nicht nach allen 5 Leuten gleich eine neue Fabrik kaufen. Da passen natürlich viele Leute rein. So, jetzt kommen Upgrade. Upgrade. Jawohl. Und ihr seht schon, der Bereich hat sich vergrößert. Wir können jetzt 4000 Dealer haben. Also direkt mehr Dealer anheuern. Und ihr seht da links unser Einkommen pro Sekunde, was unter unserem Geld momentan ist, steigt immer mehr an. Ihr seht da drüben, die Anzahl der Dealer hält sich fast ständig, weil wir jetzt fast schon 7600 pro Sekunde machen wir schon, das ist ziemlich viel. Damit können wir uns dann auch ziemlich schnell die Chemielaboranten kaufen. So, 4000 Dealer, das ist ziemlich viel. Machen wir mal. Ja, sorry für den kleinen Cut, Leute, mir ist mein Mikrofon runtergefallen. Deswegen habe ich jetzt ganz kurz gemutet in der Aufnahme später. Also es macht in der Zukunft, Kevin. Ich habe es euch nur schon mal gesagt, was ich machen werde. Alles klar. Dann produzieren wir jetzt noch ein bisschen Geld. Das müsste reichen. Und jetzt können wir uns wieder dauerhaft hier Dealers kaufen. Und unser Geld wird zwar weniger, aber das Einkommen kämpft schon dagegen an. Aber jetzt hat es gleich verloren. Nämlich haben wir jetzt nichts mehr. Aber irgendwie geht unser Geld nicht unter 1000, weil wir so viel produzieren. 10.000 die Sekunde schon. Richtig geil. Haben wir auch jetzt schon 2000 Dealer gleich. Ist natürlich auch Hammer und unser Meth steigt immer noch. Gut, dass wir uns so viele Häuser gekauft haben. Aber jetzt, wenn unser Meth dann ins Negative geht, dann werden wir erstmal sparen auf ein paar Chemielaboranten hier unten. Die sehen auch aus wie Laboranten, die haben so einen gelben Anzug an. Ziemlich professionell eigentlich schon, wenn man es so sieht. Am Anfang noch in Wohnwägen und jetzt dann schon in Fabriken. Also schon ein ganz gutes Update eigentlich. So 13.000 die Sekunde und unser Meth steigt immer noch eigentlich ganz gut an. Was können wir uns jetzt eigentlich noch an Upgrades kaufen, würde mich mal interessieren. Ach, ich hab's ja offen. Kann ich ja weiter produzieren. Oh, ihr seht, unser Meth sinkt. Unser Meth sinkt aber nur, wenn ich hier auf Geldauto klicken mache. Okay, ein paar Dealer also noch. Und es sinkt. Alles klar. Jetzt müssen wir auf jeden Fall auf ein paar Chemielaboranten sparen. Dealer Salary plus 10 für 40.000. Expansion 2. Dann können wir uns noch mehr Dealer kaufen für 500.000 Gramm. Die Purity, also die Reinheit, können wir auch noch erhöhen für 100.000. Und jeder Klick bringt 1% mehr für 300.000 Gramm. Da ist die Chance aber nicht hoch. Die Dealer Sell Rate, dass die steigt für 40.000 Gramm bis 100%, ist also sehr gut. Und ihr seht, unser Geld steigt eigentlich relativ schnell. Bevor wir jetzt noch mehr Meth verlieren, kaufen wir uns schon mal die ersten Chemielaboranten und ihr seht, es steigt schon wieder ziemlich gut an. So, das heißt, wir brauchen noch 17, 15 wären. Okay, also noch knapp 850, 900.000, sagen wir so. Wenn unser Meth gleich steigt, können wir uns dann gleich nochmal die Dealer Sell Rate erhöhen. Das passt natürlich auch ganz gut. Jetzt brauchen wir noch 10. Also sind es jetzt noch 500.000. Das geht doch verdammt schnell. Check out my Rhapsody. Mother said I need to intern. Star Trek is cool. So, 300.000, 200.000 brauchen wir noch. Dann haben wir's. 370, 380. Es steigt verdammt schnell und. Wir können aufhören. Und zack, haben alle 30. Unser Map steigt verdammt schnell. Jetzt werden wir uns erstmal noch ein paar Dealer kaufen, damit unser Geld auch noch schneller ansteigen kann. Ja, jetzt gleich. Moment kurz.
Vor genau.